Liebe Fasnachtlerinnen, liebe Fasnachtler, wir vom Fasnachtskomitee möchten heute oben euch alle recht herzlich begrüßen zur Plakettenvernissage für die Fasnacht 2013. Für den musikalischen Auftakt hat auch in diesem Jahr eine zusammengewürfelte Pfeifer- und Trommelgruppe aus verschiedenen Bratenklicken gesorgt. Das Jahr 2012 ist die Geschichte. Und es ist einiges passiert auf der Welt und auch in unserem Bratteln. Vielleicht weiss hier der Freddy vom Larifari, darüber mehr zu erzählen. Jeder Fasnachtler hat ja jedes Jahr immer wieder die Qual von der Wahl, welches Sujet am besten zu ihm oder zu seiner Clique passt. Soll es etwas aus dem Dorf sein? Oder von der kleinen Schweiz? Oder von der grossen, weiten Welt? Ich hat es so gemacht. Ich wäre in den neuen Bratteler Ortsbus eingestiegen und wäre kreuz und quer durch Bratteln gefahren und hat aus dem Fenster geschaut und mir Solo inspirieren und hat gesagt, jetzt tue ich, wir liefern statt liefern. Gell, Pfitti? Los ist gegangen mit dem Bus auf dem Buchholz, wo man den Schäubli als neue Musikgesellschaft Fähnrich nachgewunken hat, in Richtung Bahnhof. Ich habe die Bahnlinie entlang nur raufgeschaut. Ich habe noch keine Hochhäuser zu Bratteln gefunden. Ja, man kommt dann schon noch. He? Dann bin ich mit Tempo 30 Richtung meine Verwaltung gefahren. Aber dort konnte ich wegen dieser neuen Schikane gar nicht rein können. Ich hätte doch so gerne im Löw und im Trub zu ihren neuen Ämtern gratuliert. Neben dem neuen Gerichtsgebäude von Bratteln, excuse, ich meine die zauberhafte Dorfturnhalle. Ja, das war ja während ein paar Wochen ein Hokuspokus dort oben. Und jetzt wird sie sogar für die Fasnacht aufgemacht. Super. Ist der Reis vorbeigegangen, in die Rebenhaufen. Wie heisst so neu im Brattellied? Der Briedel Nidoni und Barbara Heiden neben, haben noch ein Stückchen Reben. Als ich wieder ins Dorf runter bin, ist es auf einmal ganz ruhig und still geworden. Und dann habe ich gewusst, jetzt bin ich auf der oberen Matschstrasse und fahre auf dem neuen Flüsterbelag. So ist es hin und her gegangen und ein Abstecher in Dreiebene hat auch nicht dürfen fehlen. Hey, jo, ich wollte wissen, wo sich da der neue Gurt niederlässt. Wieder darauf habe ich im neuen Dammstübli den Ramsayer Markus gesehen und habe ihm seine erste Augustrede ausgelehnt. Ja, weil ich dachte, da kann ich sicherlich für die Vernissage etwas abschauen. Der Theodor zu Gutenberg lässt immer noch grüßen. Ich habe nichts gefunden. Es gibt noch viel, viel mehr zu sehen im Bratteln, wo sich würde lohnen, eine Fasnacht-Sujet daraus zu machen. Aber jetzt habe ich erstens Durst und zweitens soll jetzt endlich Sujet für die Fasnacht 2013 bekannt geben und enthüllt werden. Ja, wer hat denn das Jahr das Rennen gemacht? Ja, wir haben ja schon einmal einen Schwab gehabt. Und da wundert es nicht, dass der diesjährige Künstler auch wieder ein Auswärtiger ist. Er hat allerdings eine sehr enge Beziehung zu Bratteln, gell Michel? Und kommt aus dem grafischen Berufsbereich. Sie haben ihn sicherlich schon viel, aber der Name Mick Hedrich ist bei uns vor der Vernissage noch nicht so bekannt gewesen. Bei allen diesen Sujets, die ich vorher aufgezählt habe, ist eins, und ich meinte fast, das bekannteste, noch nicht dabei gewesen. So, hat es Klick gemacht. Hey jo, unser neuer Bratlerstern. Der erste Preisträger ist schon Kurt Sutter mit seiner Filmkamera. Also, jetzt die feierliche Enthüllung von der Bratler Fasnachtsplakette 2013 unter dem Sujet hätte man die gern.
gibt es den Stern. Einen gemütlichen oben und nach dem Ladefahren eine lässige Fasnacht. Tambour! Vorwärts! Marsch! Das ist ein Sujet, das in diesem Jahr an Bahnmal eingereicht worden ist. Es hat ein paar tolle Sachen dabei gehabt, aber die Kommission, die dann bestimmt hat, welches der Sieger ist, hat sicher recht gehabt, weil es ist wirklich eine sehr schöne Plakette. Vielleicht diesmal ein bisschen anders gemacht als in anderen Jahren. Nicht von Hand gewollt, sondern auf dieser Art. Aber ich glaube, das ist eine tolle Sache geworden, oder? Danke schon vielmals mit. Das letzte Mal, als ich das erste Mal an der Plakettenvernissage war, das hat mir schaurig gut gefallen. Und ich habe mir gesagt, so etwas möchte ich auch mal machen. Ich bin dann auf Griechenland in die Ferien und habe mir dann dort die Inspiration geholt. Und so ist das Sujet entstanden.